Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe bei den Brettspieltestern. Und hier in Indien am Ganges sind Michaela und Christian. Und wir haben das Spiel Rajas of the Ganges ausprobiert. Und die Rahmendaten kommen sofort von Michaela. Rajas of the Ganges, ein Spiel für 2 bis 4 Personen ab 12 Jahre. Die Spielzeit wird angegeben mit 45 bis 75 Minuten, ist bei Huch erschienen oder Hatter Trade GmbH und Co. KG. Und die Autoren sind keine Unbekannten, sondern sind sehr bekannte Autoren. Das sind nämlich Markus und Inka Brandt. Und den Illustrator nennen wir auch gleich mal. Das ist nämlich Dennis Lohausen, der ist auch sehr bekannt. Genau, und das Spiel kostet 45 Euro. Und zur Spielzeit kann ich schon mal sagen, also wir haben für die Anleitung 40 Minuten gebraucht, so um die 40 Minuten. Und dann haben wir für das erste Spiel knapp unter einer Stunde, nämlich 50 Minuten gebraucht. Und für die weiteren Spiele auch 50. Wir haben auch mal 41 Minuten nur gebraucht. Da war Christian recht schnell mit dem Überschneiden, also Endergebnis. Mit dem Gewinn. Mit dem Gewinn, genau. Da hat Christian die Spielzeit mal eben verkürzt. Es gibt auch noch eine Variante in dem Spiel. Da haben wir ein bisschen länger gespielt, haben ein bisschen über 50 Minuten, haben immer so knapp unter 60 Minuten bei der Variante gespielt. Aber jetzt kommen wir erstmal zu dem eigentlichen Grundspiel. Das haben wir hier mal aufgebaut und zwar für 2 Personen. Also dieser Spielplan ist nämlich beidseitig bedruckt. Diese Seite ist für 2 Personen. Wenn man den Spielplan umdreht, ist der für 3 bis 4 Personen vorgesehen. Wir haben ja auf dem Spielplan verschiedene Sachen, denn im Prinzip ist es ein Arbeiter-Einsatzspiel, also ein Worker-Placement-Spiel. Jeder von uns bekommt ein Provinztableau, das ist auch beidseitig bedruckt. Die eine Seite ist für die Grundversion, die andere Seite ist nachher für die Variante, mit der wir noch spielen können. Dann bekommt jeder so eine sogenannte oder eine Kali-Statue oder Kali-Figur, die ist auch beidseitig nutzbar. Die Vorderseite, da können wir 10 Würfel anlegen, die ist für das Grundspiel. Wenn wir es umdrehen, können wir nur noch 8 Würfel anlegen, die ist für die Variante. Dann bekommt jeder schon mal 3 Arbeiter. Das heißt, wir haben schon mal 3 aktive Arbeiter, die wir nutzen können, um letztendlich dann unsere Siegpunkte und das Geld auch zu bekommen, was wir brauchen, um zu gewinnen. Wir haben hier auf dem Spielplan noch 3 inaktive Arbeiter. 2 liegen auf der Siegpunktleiste, 2 liegen auf der sogenannten Geldleiste und 2 liegen hier auf der Brücke. Es gibt hier nämlich noch einen Fluss. Ich denke mal, es ist der Ganges wahrscheinlich, der hier führt. Und der ist auch noch im Spielplan mit dabei. Dann haben wir hier noch Gebäude, die können wir nachher im Spielverlauf aufwerten. Die haben am Anfang erstmal, bringen die uns 2 Siegpunkte ein, wenn wir die bauen würden. Dann haben wir hier unsere Provinzplättchen. Die können wir uns nachher besorgen, kaufen und dann können wir die auf unserem Provinztableau verbauen. Wenn wir die verbauen, gilt immer die Regel, da sind verschiedene Wege drauf. Es gibt Kurven, es gibt Kreuzungen, es gibt Geraden. Die einzige Legeregel ist, dass diese Straße immer über eine andere Straße mit der Residenz verbunden sein muss. Wir haben nämlich hier auf unserem Provinztableau eine Residenz oben abgebildet. Und wenn wir jetzt Provinzplättchen anlegen, wir dürfen die drehen, wie wir wollen. Wir können die auf den Kopf stellen, schräg stellen, wie auch immer. Aber sie müssen immer mit der Residenz verbunden sein. Das kann nachher auch hier sein. Wir können auch Wege nachher abschneiden. Aber über einen Weg muss das angelegte Plättchen immer mit der eigentlichen Residenz dann nachher verbunden sein. Auf unserem Provinzplättchen sind nachher auch noch Sondererträge drauf. Jetzt habe ich hier noch die Seite für die Variante. Das hier ist die Seite für das Grundspiel. Wenn wir die erschließen, das heißt, wenn wir da jetzt mit einer Straße hinkommen, das heißt, wenn ich das Provinzplättchen anschließe, wird erstmal das Plättchen an sich gewertet. Da sind einmal Gebäude und Marktstände drauf. Für Gebäude bekomme ich dann immer die Siegpunkte und zwar entsprechend dem, was das Gebäude momentan für mich an Siegpunkten wert ist. Diese Marktstände, die da drauf sind, die haben auch einen unterschiedlichen Wert von 1 bis 3 und dann würde ich sofort das Geld bekommen. Das heißt, immer wenn ich ein Provinzplättchen verbaue, lege ich es sofort auf meinem, wenn ich ein Provinzplättchen erwerbe, lege ich es sofort auf meinem Tableau an. Dann wird erstmal das Plättchen gewertet, sprich ich kann Siegpunkte oder Geld bekommen. Und dann wird noch geschaut, habe ich einen Sonderertrag angeschlossen. Das heißt, führt eine Straße von der Residenz zu diesem Sonderertrag hin und dann kann ich auch noch den Sonderertrag bekommen. Das kann Geld sein, das können Siegpunkte sein, das können Würfel sein, das können Aufwertungen sein für die Gebäude. Genau, das sind so einmal Provinztableau und die Provinzplättchen, die wir bekommen können. Die Provinzplättchen, die haben in der linken oberen Ecke alle eine Würfelfarbe, denn wir haben insgesamt 48 verschiedene Würfel im Spiel, 4 verschiedene Farben, lila, orange, grün und blau. Und diese Provinzplättchen, wenn wir die kaufen, müssen wir in Würfeln bezahlen. Und hier ist die einzige Möglichkeit auch zu bezahlen. Bei allen anderen Aktionen, wo wir auf dem Spielplan mit Würfeln bezahlen müssen, müssen wir mit der genauen Augenzahl bezahlen. Manchmal auch in der gleichen Farbe.
aber meistens in der gleichen Augenzahl. Und hier wären es jetzt zum Beispiel 8, den Wert von 8 von Lila. Das heißt, ich müsste bei mir auf meiner Kali-Statue Würfel mindestens im Wert von 8 haben, damit ich dieses Provinzplättchen überhaupt kaufen kann. Provinzplättchen bauen, ich greife mal einmal ganz kurz vor. Damit wir das überhaupt machen können, muss ich erstmal einen Arbeiter hier im Steinbruch einsetzen. Ich sagte ja schon, das ist ein Worker-Placement-Spiel. Der Steinbruch, da können wir über den Steinbruch, können wir uns dann diese Provinzplättchen holen. Das heißt, ich muss erstmal einen Arbeiter hier einsetzen. Das Einsetzen selber kostet erstmal Geld, von 1 bis 4 Geld kostet das. Dann dürfen wir uns dieses Provinzplättchen, was wir gerne wollen, es liegen immer 12 offen aus, von denen dürfen wir uns eins nehmen. Müssen dann aber neben dem Geld das Provinzplättchen auch noch mit den Würfeln in entsprechender Augenzahl dann bezahlen. Und dann, wie gesagt, verbauen, dann bekommt man die Erträge, entweder Geld, Siegpunkte oder Geld und Siegpunkte und eventuell noch Sondererträge für angeschlossene Sondererträge auf meinem Provinzplättchen. Das wäre die erste Einsatzmöglichkeit auf dem Spielplan, im Steinbruch mit einem Arbeiter. Was gibt es sonst noch? Also ganz wichtig finde ich erstmal, dass man sagt, jeder von uns fängt mit 4 Würfeln überhaupt an. Und zwar von jeder Farbe bekommt er eine. Die werden am Anfang ausgewürfelt und entsprechend auf die Kali gelegt. Also jeder hat dann am Anfang 4 Stück. Und genau die müssen wir halt eben, wie Michael jetzt zum Beispiel bei den Gebäuden gesagt hat, eben bezahlen als Nutzmann quasi. Und wenn man jetzt hier gibt es zum Beispiel 6 Personen, die man nutzen kann. Das ist der Palast, also das Ganze hier ist der Palast. Und da kann man unter anderem Personen nutzen, Genau, und genau. zwar zum Beispiel diese 6, die sind alle gekoppelt an eine Zahl. Das heißt, wenn ich meinen Arbeiter hier einsetze, müsste ich hier zum Beispiel einen Würfel mit einer 1, mit einer Augenzahl 1 abgeben. Hier mit einer 2, 3, 4, 5, 6, je Aber da nachdem. dürfte man halt die Farbe dann wählen. Genau, die Farbe ist dann frei, aber man muss eben die Würfelzahl als solche, die Augenzahl haben. Und wenn ich jetzt hier zum Beispiel reingehe, müsste ich eben einen Würfel mit einer 2 abgeben. Der kommt in den allgemeinen Kommt in den Vorrat. allgemeinen Vorrat und dann habe ich hier zum Beispiel als Ertrag, ich darf mir 2 beliebige Würfel nehmen. Nehmen Sie mir dann, würfel sie aus, leg sie wieder auf meine Kali und hier darf ich ein Bonusplättchen nehmen. Das liegt in der Basisvariante dort auf dem, ist auch ein Palast, glaube ich, aus, ne? Ja, das sind Also die auf dem Spielplatz. farblich abgebildeten Gebäude, werden sie hier genannt in der Spielanleitung. Genau, Genau, und richtig. diese Personen, die haben halt eben alle unterschiedliche Sachen. Also hier kriegt man halt eben in erster Linie Würfel, 2 Würfel und eben so ein Bonusplättchen. Hier kriegt man 2 Karma und ein Bonusplättchen. Hier darf man 6 Wasserfelder, Flussfelder nach vorne gehen und so weiter. Hier unten ist ein Feld, da kann man tauschen. Also hier zum Beispiel könnte ich jetzt einen beliebigen orangefarbenen abgeben in den allgemeinen Vorrat, nehme mir 2 lilafarbene, die würfle ich wieder, packe sie nach dem Wurf entsprechend auch auf meine Kali. Hier kann ich blau in orange wandeln. Also Das im ist dann Prinzip kein. Tauschfelder. Genau. Und dann im Verhältnis eben 1 zu 2, ich gebe einen Würfel ab, ich bekomme 2. Und da muss man halt darauf achten, dass man die Farbe halt dann abgibt. Genau, die Würfelzahl ist an der Stelle dann nicht relevant. Hier setze ich einfach einen Arbeiter ein und kriege den entsprechenden Würfel in der entsprechenden Farbe. Und hier ist so ein kleines, ja, Chancefeld. Da geht man eben rein, kriegt 2 Geld und darf beliebig viele von den Würfeln, die man schon ausliegen hat, nochmal neu würfeln, in der Hoffnung, eben die passenden Augenzahlen zu bekommen. Und dann haben wir zum Beispiel, was ich eben schon sagte, wir haben auch Karma. Das ist die Leiste hier oben. Jeder fängt mit Karma 1 an. Geht hoch bis 3, geht runter bis 0. Und mit dem Karma hat es Folgendes auf sich: Man kann Karma nutzen, um einen Würfel zu drehen. Das heißt, wenn ich eine 4 gewürfelt habe, kann ich ihn drehen auf die andere Seite und habe dann eine 3. Oder wenn ich eine 1 gewürfelt habe, auf der anderen Seite ist die 6. Oder wenn ich eine 2 gewürfelt habe, auf der anderen Seite ist eine 5. Und je nachdem, wie oft ich das mache, nutze ich halt eben entsprechend Karma-Punkte. Genau, richtig. So kann man im Palast sich zum einen Würfel besorgen, wenn man keine mehr hat, oder Würfel eintauschen oder die Figuren oder Personen im Palast benutzen, um bestimmte Sonderfunktionen zu aktivieren. Hier gibt es dann noch den Markt. Der Markt ist nachher wichtig, wenn wir hier schon unsere Provinz entsprechend ein bisschen ausgebaut haben, wenn wir da schon Marktstände haben. Ich sagte ja schon, auf diesen Plättchen sind zum Beispiel Marktstände drauf, über die bekommt man das Geld. Oder es sind Gebäude drauf. Und bei diesen Marktständen ist es so, wir können hier zum Beispiel, wenn wir hier einen Arbeiter einsetzen, dürfen wir 3 verschiedene Märkte werten. Es gibt jeweils 3 verschiedene Märkte. Es gibt einmal Seide, es gibt Gewürze und es gibt Tee, meine ich, ist das dritte. Und davon dürfen wir von jedem, also 3 verschiedene insgesamt werten und die Zahlen im Geld, die draufstehen, also dürften wir uns dann nehmen. Dann gibt es hier noch 3 weitere Felder, die ist für jede Markt oder für jeden vorkommenden Markt. Da haben wir einmal Tee, Seide und Gewürze. Darum müssten wir erstmal einen Würfel wieder abgeben. Können uns einen Würfel in beliebiger Augenzahl aussuchen, aber wenn ich jetzt zum Beispiel einen Würfel mit Wert 2 dafür abgebe und ihn hier einsetze, die Farbe ist hier egal, welche Farbe ich abgebe,
dürfte ich dann zwei T-Märkte werten, die ich auf meinem Plan ausliegen habe und bekomme darüber Geld. Aber dann dürfte ich auch nur zwei werten. Also die Augenzahl des Würfels, die ich hier abgebe, gibt dann an, wie viele von den Märkten in gleicher Form ich dann werten darf. Also zwei Tee oder zwei Seide oder zwei Gewürze. Oder wenn ich jetzt eine vier hingelegt hätte, dürfte ich halt vier T-Märkte dann werten und könnte darüber entsprechend dann Geld generieren. Dann haben wir hier noch den Hafen. Wenn wir am Hafen einsetzen, das erste Feld kostet nichts, die anderen Felder hier zu zweit kosten bis zu 2 Geld, dürfen wir entweder Würfel in beliebiger Farbe im Wert von 1, 2 oder 3 abgeben oder mit der Augenzahl 1, 2 und 3 und dürfen dementsprechend 1 bis 2 oder 1 bis 3 Felder auf dem Flussfeld vormarschieren mit unserem Schiff. Und bei dem Flussfeld ist es so, auf das Feld, auf das wir kommen, das ist praktisch unser Bonusertrag, den wir in der laufenden Runde sofort bekommen. Bisschen tricky ist es, worauf man aufpassen muss. Bereits besetzte Felder werden durch den, der sein Schiff setzt, nicht mitgezählt. Das heißt, wenn Christian jetzt sein Schiff, nehmen wir mal an, er hätte jetzt einen Würfel mit dem Wert 2 abgegeben. Das heißt, er dürfte, hier müsste er sogar dann noch ein Geld abgegeben haben, dürfte 1 bis 2 Schritte gehen. Und er würde 2 Schritte gehen, würde dieses Feld hier nicht mitgezählt werden, weil er da nicht landen darf. Okay, ist vielleicht ein bisschen blödes Beispiel, nehmen wir lieber die 3. Er hatte die 3 hingelegt. Dann dürfte er bis zu 3 Schritte gehen, würde jetzt aber nicht zählen 1, 2, 3, sondern er würde meins nicht mitzählen, würde 1, 2, 3 zählen. Da muss man am Anfang ein bisschen aufpassen, weil man vielleicht darauf spekuliert hat, ich möchte diese Aktion gerne nutzen und vergisst dann mitzuzählen, aha, ich wollte nämlich eigentlich gerne hierhin und vergisst dann mitzuzählen, dass ich eigentlich das Feld hier nicht mitzähle. Wobei bei 3 ist es dann nicht weiter schlimm, man kommt ja trotzdem dann wieder ein Feld zurück. Also man kann auch weniger als 3 machen. Genau, man kann auch weniger. Man kann sich dann aussuchen, also wenn man diesen Dreierwürfel abgibt, kann man 1 bis 3 Schritte letztendlich gehen. Aber man muss halt so ein bisschen beachten, dass man dieses Schiff, was schon steht, beim Zählen halt nicht mitzählt. Ja, und so geht es darum, nicht nur die meisten Siegpunkte zu sammeln, sondern diese beiden Leisten, die Siegpunktleiste und die Geldleiste, laufen gegeneinander. Das heißt, unser Siegpunktmarker startet hier. Unser Geldmarker startet hier, das heißt ganz auf dem anderen Ende. Und es ist dann so, die beiden müssen sich irgendwo treffen. Und der Spieler, der es schafft, dass sich diese beiden das erste Mal treffen oder aneinander vorbeiziehen, der läutet die Schlussrunde ein. Dann sind alle Spieler, die zwischen dem Spieler und dem Startspieler sitzen, nochmal dran, sodass jeder gleich viel ist, dran war. Und je nachdem, wer es dann vielleicht noch schaffen konnte, seine Marker auch noch aneinander vorbeiziehen lassen zu können, wird dann geschaut, wie groß die Differenz ist jeweils zwischen, meinetwegen, ich stehe jetzt hier, mein Geldmarker ist auf der, dürfte er ja noch gar nicht, auf der 47. Das heißt, er wäre jetzt an dem Siegpunktmarker mit 39 Punkten vorbeigezogen. Da hätte ich jetzt momentan einen Siegpunkt dazwischen. Wenn Christian aber an seinem letzten Zug es dann schafft, er hätte meinetwegen hier die 40 und würde hier vielleicht sogar auf die 48 Geld kommen, dann hätte er insgesamt 2 Siegpunkte zwischen seinem Geldmarker und seinem Siegpunktmarker, dann hätte er gewonnen. Bei Gleichstand wäre es so, wenn wir jetzt beide einen Siegpunkt dazwischen hätten, dann wäre es so, dass der Spieler, der als erstes das schafft, dass seine beiden Marker sich kreuzen oder zusammenkommen, dann hätte der erste Spieler, der das geschafft hätte, gewonnen. Also im Prinzip ein Worker-Placement-Spiel. Wir setzen die Arbeiter ein, um möglichst Geld zu generieren und Siegpunkte zu generieren. Geld ist in diesem Spiel auch ein bisschen Mangelware, finde ich. Würfel können es teilweise auch sein. Wobei witzigerweise du ja in der Grundvariante immer in Würfeln schwimmst. Ich schwimme eher in der Variante dann. Ich sage mal Grundvariante. In der Grundversion schwimmst du eher in Würfeln. Ich habe es eher in der Variante. So ist es auch bei uns total witzig. Christian gewinnt grundsätzlich das Grundspiel und ich bisher grundsätzlich die Variante. Ja, wobei es ein bisschen knapper war, ne? Bei den Varianten. Ja, das ist... Ja, ja. Ja, war so. Genau, jeder, Christian hat ja schon gesagt, jeder bekommt am Anfang 4 Würfel, das heißt, man bekommt von jeder Würfelfarbe ein. Die werden gewürfelt, die Würfel. Dann legt man die auf seine Kali-Statue. Und Startspieler wird jetzt der Spieler, der die wenigsten Würfelaugenpunkte erwürfeln konnte. Wir räumen erstmal wieder ein bisschen auf. Wie viel hast du? 19, so viel wie du. Bei Unentschieden der das letzte Mal Indisch gegessen hat. Genau, das ist auch keiner von uns. Doch, habe ich einmal, aber ich habe es nicht gemocht. Okay, ich habe noch nie Indisch gegessen. Ah, gut, dann wäre es dann jetzt nämlich so, dass der Startspieler, der bekommt 3 Geld und der zweite bekommt 4 Geld und der Startspieler bekommt noch den Startelefanten. Und wir hatten ja schon gesagt, es gibt einmal eine Grundversion und noch eine Variante. Bei der Variante ist es so, da wird, wie gesagt, einmal das Provinztableau umgedreht. Da sind dann erstmal geringere Erträge drauf an den Seiten. Diese Erträge können wir dann aber im Laufe des Spiels ausbauen. Und zwar ist es dann so, dass noch weitere
Bonusplättchen ins Spiel kommen. Da kommen nämlich noch blaue, upsala, das haben wir jetzt hier mal eben zusammen, gelbe und auch rote Erträge noch mit ins Spiel. Und die können wir im Spielverlauf nutzen, um die hier auf unsere Bonusfelder, die wir auf diesem, ich sag mal, auf dem Variantentableau, auf der Variantentableau-Seite haben, um die da drauf zu legen. Damit würden wir die, ich sag mal, normalen Felder überdecken. Wenn wir einmal eins gelegt haben, ein Bonusplättchen, das heißt, wenn ich jetzt hier eins hingelegt hätte, dürfte ich auch kein weiteres drüber legen. Das heißt, einmal gelegt liegt, ich darf es nicht mehr verschieben und ich darf auch kein weiteres drüber legen. So können wir unsere Bonusfelder, die sind hier nämlich ein bisschen weniger lukrativ als auf der Grundversion, von daher können wir die hier dann ein bisschen verbessern. Was auch noch anders ist, wir würden auch unsere Kali-Statue in der Variante umdrehen und in der Variante hätten wir nur noch Platz für 8 Würfel, das heißt, wir könnten keine 10 Würfel mehr ablegen, sondern nur noch 8 Würfel. Und in der Variante wäre das auch so, die weißen Plättchen, die haben wir jetzt in der Grundvariante, in der Grundversion, mein Gott, ich werde es nicht mehr lernen. In der Grundversion liegen die weißen Plättchen alle verdeckt, in der Variante liegen die alle offen aus und die braunen, die wären am Anfang von der Variante alle verdeckt. Jeder dürfte sich ein braunes schon mal nehmen vor Spielbeginn der Variante und dürfte das schon mal auf seinem Provinztableau platzieren. Man hätte also schon mal ein erstes Bonusplättchen dann bei sich auslegen. Dann sagte ich ja vorhin schon, wir haben zu Spielbeginn jeder 3 aktive Spieler. Und wir haben 3 aktive Arbeiter und wir haben auf dem Spielplan noch 3 inaktive Arbeiter. In der Grundversion ist es so, wir können maximal 5 aktive Arbeiter haben. Das heißt, wenn wir schon 5 haben, würde der 6. vom Spielplan genommen werden. In der Variante ist es dann so, dass wir alle 6 Arbeiter nutzen dürfen. Und es ist dann auch so, dass der Spieler, wenn er am Zug wäre, aber keinen Arbeiter mehr einsetzen könnte, sprich ich hätte zum Beispiel schon 5 Arbeiter, Christian hätte nur noch 4 Arbeiter, dürfte er, wenn er eigentlich am Zug wäre, aber keinen Arbeiter mehr hätte, dürfte er sich eins von diesen Bonusplättchen aussuchen. Und das jedes Mal, sprich auch wenn ich schon 6 hätte und Christian hätte immer nur noch 3, dürfte er sich dreimal, jedes Mal nämlich, wenn er dran wäre nach mir eigentlich mit dem Spielzug, dürfte er sich eins der auslegenden Bonusplättchen auswählen und auf seinem Provinztableau platzieren. Und diese Bonusplättchen, die bringen zum Beispiel Geld, die bringen Würfel, die bringen Karma. Da kann man auf dem Fluss mal einen Schritt weiter gehen. Das ist eigentlich die Variante. Die haben wir schon häufiger gespielt. Mir gefällt sie ein bisschen besser, weil ich da gewinne. In der Grundversion gewinnt Christian immer. Genau, dann nehme ich die Bonusplättchen nochmal wieder weg. Denn wir machen jetzt gleich nochmal ein kurzes Let's Play für die Grundversion. Dass wir einfach nochmal zeigen, wie so ein Spielzug abläuft. Denn der Spielzug läuft so ab, dass abwechselnd jeder einen Arbeiter einsetzt, bis man nicht mehr kann. Dass keiner mehr einen Arbeiter einsetzen kann und dann werden alle Arbeiter wieder zurückgenommen und dann beginnt die nächste Runde. Und es ist so, der Elefant, der wandert dann, wenn jetzt im Zwei-Personen-Spiel geht er eigentlich immer hin und her. Es sei denn, jemand setzt hier die 1, nutzt das Einsatzfeld. Da gibt es nämlich die Möglichkeit, den Elefanten zu bekommen. Das heißt, dann kann man sich den Startspieler sichern. Das heißt, wenn Christian jetzt sagen möchte, ich möchte Startspieler bleiben, setzt er hier mit dem Einsatzwürfel einen Arbeiter ein und sichert sich somit den Startspieler, ansonsten wäre ich in der nächsten Runde automatisch Startspieler. Das heißt, der Startspieler würde sonst automatisch dann wechseln. Ja, Karma hast du ja auch schon erklärt. Ich glaube, dann haben wir alles soweit erklärt. Ja. Ne? Es gibt noch so 2 Besonderheiten auf den Leisten. Und zwar auf den Siegpunktleisten gibt es einzelne Felder. Also einmal ist hier ein Feld, einmal hier. Wenn man da drauf kommt, dann darf man hier zum Beispiel eine Gebäudeart aufwerten, um dafür mehr Siegpunkte zu bekommen. Wenn man hier drauf geht, würde man 2 Karma bekommen. Wenn man hier drauf kommt, darf man ein Flussfeld weitergehen. Und dann gibt es auf der Gelbleiste genau das Gleiche. An der ersten Stelle ist es so, dass man eben auf dem Fluss einen nach vorne gehen darf, wenn man auf das Feld kommt. Dann gibt es an der Stelle einen Punkt, da kriegt man dann 2 Würfel. Hier darf man wieder ein Flussfeld nach vorne gehen und hier kriegt man nochmal 2 Würfel. Genau, das sind dann immer so Etappen, die halt, wenn sie erreicht werden, quasi etwas Positives auslösen. Die praktisch nochmal belohnt werden, dann genau, nochmal eine Zusatzbelohnung. Was zu einer gewissen Kettenreaktion manchmal führen kann. Genau, also hier auf der Geldleiste wird das, ich sag mal, markiert durch so 2 kleine Plättchen. Die werden zuerst mit der Flusssymbolseite nach oben gelegt. Wenn man das überschritten hat, dann werden die einfach der Spieler, der es erreicht hat, die sind nämlich auch in Spielerfarbe, die werden dann einfach weitergelegt, sodass dann hier, wenn der Spieler dahin kommt, sein Plättchen hier auch wieder weiterlegen würde, auf das nächste Feld wieder umdrehen würde, dementsprechend ob er Würfel oder ein Flussfeld als Ertrag bekommen würde. Und es ist auch so, es liegen jetzt ja hier an bestimmten Stellen die Arbeiter auf, die wir dann bekommen können. Selbst wenn wir nämlich in Geld bezahlen muss, muss ich auf der Geldleiste auch zurückgehen. Entsprechend ist natürlich klar, wo muss das Geld ja herkommen.
Wenn ich auf 0 bin, kann ich natürlich keine Funktion mehr nutzen, die mich Geld kosten würde. Wenn ich jetzt hier drüber komme, bekomme ich den Arbeiter. Es ist aber auch nicht so, wenn ich dann im nächsten Zug wieder das bezahlen müsste, wenn ich da drunter falle, dass ich den Arbeiter wieder zurückgeben muss. Also den behalte ich dann. Das ist dann unerheblich, ob ich danach wieder drunter rutsche oder nicht. Genau, dann würde ich sagen, können wir einfach mal anfangen. Alles klar. Ich fange mal gleich mal an. Ich gehe hier auf der Karma-Leiste ein nach unten und drehe meine 4. Auf die andere Seite ist dann eine 3. Dann gehe ich hier auf das Flussfeld, gebe jetzt den Dreierwürfel ab. Das heißt, ich dürfte bis zu 3 Schritte gehen. Und Christian muss jetzt hier nichts zahlen, weil das erste Flussfeld kostet hier kein Geld. Genau, dann gehe ich einen Schritt nach vorne. Und ich nehme jetzt an der Stelle 2 Grüne. Ich könnte auch einen Grünen, einen Orangen nehmen, vollkommen egal. Würfel die und lege sie entsprechend auf meinen Kali ab. Genau, also jeweils Ertrag für Christian, dass er 2 Würfel bekommt. Okay, ich setze meinen Arbeiter hier ein, im Steinbruch. Das heißt, ich muss zunächst ein Geld bezahlen. Dann, wenn ich im Steinbruch bin, darf ich mir eins von den Provinzplättchen hier nehmen. Ich nehme mir dieses hier. Das hat jetzt einen orangen Würfel drauf mit einer 5. Das heißt, ich muss einen Würfel mit einem Wert 5 mindestens abgeben. Wie gesagt, bei den Provinzplättchen das einzige Mal, wo wir überzahlen dürfen. Das heißt, ich darf hier die 6 abgeben, um dieses Provinzplättchen zu bekommen. Da ist jetzt ein Gebäude drauf. Dieses Gebäude ist momentan für mich 2 Siegpunkte wert. Das heißt, ich platziere das Provinzplättchen. Wie gesagt, wir dürfen uns ja drehen, wenn wir wollen. Ich lege das jetzt hier auf den Kopf hin. Ich bekomme einmal 2 Siegpunkte. Dann ist über dieses Provinzplättchen meine Residenz mit dem ersten Sonderertrag verbunden, nämlich mit 3 Geld. Und dann bekomme ich auch noch 3 Geld auf der Geldleiste. So, ich baue auch erstmal, das heißt, ich gehe hier auf das nächste Baufeld, kostet mich 2. Genau, dann zahlst du 2 Geld. Genau, und dann nehme ich mir hier die Geschichte, muss eigentlich 10 zahlen, ich überzahle mit insgesamt 11. Also 10 in grün, da sind es 10 als grüne Würfel drauf. Genau, und ich lege jetzt das hier so seitlich an, wie Michaela auch, hat sie auf den Kopf gelegt, ich lege es auf die Seite. Und ich kriege jetzt einen Ertrag, das sind 2 Geld, das sind nochmal 2 Geld und das sind 3 Geld, das heißt, insgesamt rutsche ich jetzt auf der Geldleiste um 7 nach vorne. Du warst auf der 1 jetzt, also 8. Das heißt, Christian hat da nämlich 2 Marktstände drauf, jeweils im Wert von 2 und hat noch den Sonderertrag erschließen können mit 3. Das heißt, er bekommt insgesamt 7 Geld. Okay, dann bin ich ja wieder dran. Ich brauche erstmal ein paar mehr Würfel. Ich gehe mal da hinten bitte rein. Setzt du den mal bitte auf, welche Farbe wollte ich denn jetzt? Ich hatte gerade den Gedanken. Auf den grünen. Das heißt, ich gebe einen grünen Würfel ab. Und bekomme dafür 2 blaue Würfel. Immer wenn man Würfel bekommt, muss man sofort würfeln. Und dann legt man die an seine Kali-Statue an. Es ist auch so, wenn man die Kali-Statue mal voll hätte mit 10 Würfeln und man würde nochmal Würfel bekommen können, müsste man erst die entsprechende Zahl ablegen, um sich dann neue Würfel zu nehmen, wenn man dann austauschen möchte. So, ich gehe da rein. Das heißt, ich kriege einmal 2 Geld und darf so viele würfeln, wie ich möchte, neu würfeln. Ich möchte alle 3 neu würfeln. Das hat mich nicht so richtig vorwärts gebracht. Egal. Egal. Ist also. Gut, Runde zu Ende. Ich hab noch. Schade. Du warst Startspieler. Nicht so schnell. So schnell schießen die Preußen nicht. Ich gehe noch hier bitte rein. Das heißt, ich muss einen 4er Würfel abgeben, egal in welcher Farbe. Ich gebe mal die blaue 4 ab. Eine andere 4 habe ich nämlich nicht. Ich darf jetzt hier ein Gebäude aufwerten. Ich werte dieses Gebäude auf. Das heißt, ich rutsche ein Feld weiter. Das heißt, das Gebäude würde mir schon 3 Siegpunkte bringen, wenn ich das auf meinem Provinztableau verbaue. Und ich bekomme auch noch 3 Geld. Und damit ist die erste Runde vorbei. Startspielerwechsel. Genau, weil keiner diese Funktion hier genutzt hat. Die eingesetzten Arbeiter kommen zurück. Genau, richtig. Und dann geht die Runde wieder vorbei. Genau. Und ich habe leider keine 2. Also ich kann schon mal so sagen, in unseren vorherigen Runden ist das hier eins der beliebtesten Felder überhaupt gewesen. Oder überhaupt in den ganzen Spielen. Nur im ersten Spiel, glaube ich nicht. Nee, da hatten wir es aber auch nicht so ganz geblickt. Also weil hier bekommt man nämlich 2 Würfel und ein Bonusplättchen. Und da war es wirklich so, der Startspieler war der erste Zug, bums, da den Arbeiter einsetzen. Aber ich habe jetzt leider keine 2, um das zu demonstrieren. Aber ich kann was anderes machen. Ich gehe nämlich hier rein, da muss ich nichts bezahlen. Ich gebe den Lila an 3 ab. Das heißt, ich darf... Also hier darf man ja Würfel mit 1, 2, 3 Augen abgeben in beliebiger Farbe. Ich darf bis zu 3 Schritte machen. Dieses Feld wird jetzt nicht mitgezählt. 1, 2, 3. Und hier, dieses Feld bedeutet, ich darf Palastfunktionen nutzen, alle außer die 1. Also 2, 3, 4, 5, 6 darf ich nutzen, ohne einen Würfel nochmal abgeben zu müssen. Das heißt, ich nutze jetzt sie hier, muss dafür aber keinen neuen Zweierwürfel abgeben.
nehme mir jetzt zwei Würfel. Und zwar nehme ich mir mal einen blauen Würfel und einen lilanen Würfel. Muss ich sofort würfeln. Oh, das war nicht so doll. Lege ich auf meine Kali und dann bekomme ich noch ein Bonusplättchen und auf dem sind jetzt drauf drei Geld. Und bei diesen weißen Plättchen ist es jetzt auch so, erstmal komme ich die drei vor. Eins, zwei, drei. Okay. Bei den weißen Plättchen ist es jetzt so, wenn die mal alle weg wären vom Spielplan, würden die abgelegt und neu gemischt. Das heißt, die gehen nie aus. Das heißt, die kommen immer wieder nach dann. Wenn sie mal leer aufgebraucht sind, werden die abgelegt und neu gemischt und kommen komplett neu hin. Ich bin jetzt hier auf der Geldleiste auf meinen ersten Bonusmarker gekommen und das bedeutet jetzt, dass ich auf dem Flussfeld, da ist nämlich der Flussmarker drauf um ein Feld, der kommt jetzt umgedreht dann mit den Würfelaugen auf das nächste Bonusfeld auf der Geldleiste, darf ich hier mein Schiff nochmal ein Feld vorbewegen. Das war jetzt gar nicht so geplant von mir, denn dieses Feld bedeutet, dass ich pro Karma, das ich momentan besitze, einen Lila Würfel be bekomme. Das heißt momentan leider nur ein. Schöner wäre es natürlich gewesen, wenn ich hier Oma, wenn ich schon drei Karma gehabt hätte, dann hätte ich jetzt drei Liederwürfel bekommen. Okay, das habe ich nicht so ganz einkalkuliert, das hatte ich eigentlich noch gar nicht vor. Gut, dann gehe ich hier rein, ich gebe ein 3 ab, bekomme 2 Karma, das heißt, da rutsche ich nach oben und ich kriege einen Würfel nach Wahl. Ich nehme einfach mal, gute Frage, ich nehme mal einen grünen. Na, okay. Gut, dann bin ich ja wieder dran. Habe ich jetzt eigentlich eine 2? Ich habe jetzt ja sogar eine 2. Dann mache ich das hier doch nochmal. Ich gebe mein Lila 2 ab. Mit 2 in beliebiger Farbe. Darf mir zwei Würfel aussuchen. Ich nehme mir wieder einen blauen und einen lilanen. Boah, ich habe es mit dem einen. Das hat er im letzten Spiel schon. In einem Spiel würfelt man so hohe Augenzahlen und in einem nur so niedrige. Und dann darf ich mir wieder ein Bonusplättchen nehmen. Das sind wieder drei Geld. Das heißt, ich komme hier auf der Geldleiste wieder drei vor. Und das war es schon wieder mit meinem Zug. Ich gehe hier runter, drehe den hier um, setze da einen ein, muss also jetzt ein Geld bezahlen, gebe die 3 ab. Darfst also bis zu drei Nee, tue Felder ich nicht, haben. gebe eine 1 ab, Entschuldigung, Okay, kein darfst du Fehler, nur ein Feld und rutsche vor? ein Feld vor, das heißt, ich kriege da 2 Karma. Du bekommst zwei Karma. Dann machen wir jetzt mal, ich gehe hier rein, einen Steinbruch. Das heißt, ich muss erstmal ein Geld bezahlen. Dann zahle ich ein Karma und drehe meine blaue 1 auf eine blaue 6. Das heißt, ich muss hier ein Karma bezahlen und möchte mir jetzt dieses Provinzplättchen kaufen. Da muss ich mindestens blaue Würfel im Wert von 9 abgeben. Das mache ich. Ich gebe eine 9 ab. Das verbaue ich wieder. Drehen und wenden kann ich es ja, wie ich möchte. Ich setze das hier hin. Hier ist jetzt ein Seidenmark mit einer Wertigkeit 3 drauf. Das heißt, ich bekomme erstmal 3 Geld. Und ich habe noch wieder einen Sonderertrag erschlossen. Auf meinem Spielertableau ist dann nämlich wieder drauf der Sonderertrag. Das sind auch wieder drei Geld. Das heißt, ich bekomme nochmal drei Geld. Eins, zwei, drei. Dadurch bin ich jetzt auf das Feld gekommen, wo mein nächster Arbeiter schon liegt, den ich jetzt aktivieren kann. Mein Geldmarker bleibt da. Den darf ich mir nehmen und den darf ich auch in dieser Runde gleich noch einsetzen. Den darf man sofort nutzen in der Runde, in der man ihn aktiviert hat. Das heißt, ich habe jetzt noch einen Zug. Dann bin ich erstmal dran. Dann bist du erstmal dran, genau. Da rein für 2. Zwei Geld, eins, zwei. Gib 3 ab. Da habe ich mich wieder verrechnet, verdammt. Nee, den nehmen wir zurück. Der Dann war bringe ich Blödsinn. zwei Ich habe vor. mich Du wolltest verrechnet. mit den vier auch schon die Flussaktion Ja, auslösen. genau, das war der Christian Plan. wollte hier auf das Vierer Geldfeld kommen. Da habe ich mit seinem Geldmarker mindestens so weit kommen, dass er diese Sonderaktion auslöst, damit er auf dem Plus noch mal ein Feld vorkommt, dann hätte er nämlich auch noch mal die Funktion. Das wäre eine sogenannte schöne Kettenreaktion gewesen. Ja, ich habe sie gut gefunden. Definitiv. Das glaube ich dir. Die hätte ich auch nicht schlecht gefunden. Das ist ein bisschen ungewohnt, dass ich führe, weil in der Grundversion bist du eigentlich immer derjenige, der jetzt schon hier wäre. Ich weiß, ich sehe aber auch nichts. Ich bin so weit weg. Okay, ja, das Spieltableau liegt jetzt ja für uns beide ein bisschen Das auch, ungünstiger. ja. Da muss man sich erstmal an die Ansicht gewöhnen. Normalerweise sitzen wir ja ein bisschen anders am Tisch. Ja, ich gehe wieder da rein. Das bringt 2 Geld und ich kann meine Würfel würfeln. Okay. So, dann nutze ich jetzt einfach mal den Markt. Hier oben müsste ich ja noch einen Würfel abgeben. Ich habe nämlich momentan nur einen Markt und zwar ist das ein Seidenmarkt in der Wertigkeit von 3. Wenn ich jetzt hier oben auf den Seidenmarkt gehen würde, müsste ich noch einen Würfel abgeben. Deswegen gehe ich auf dieses Feld, wo ich drei verschiedene werten darf. Und dann bekomme ich habe ja nur einen Markt, wie gesagt, deswegen kann ich auch nur den werten und dann bekomme ich das Geld, was der Wert ist, und zwar drei Geld. Genau. Und dann Genau. geht
Elefant wieder zu mir, jeder holt seine Arbeiter zurück und dann geht es so weiter. Und dann eben, wie Michaela schon sagte, wenn sich der Marker von der Geldleiste mit dem Marker auf der siebten Wir Leiste können ihn ja mal ganz kurz darüber schieben. Genau, überkreuzen. also der muss jetzt einmal dahin wandern, bis die beiden sich einmal, also der Punktemarker wandert ja so rum, der Geldmarker wandert so rum. Das heißt, die laufen sich entgegengesetzt entgegen und bis sie sich kreuzen, also entweder treffen sie sich, das reicht schon aus. Der Spieler, wenn ich jetzt hier stehen würde, Christian wäre noch hier, würde die Runde noch zu Ende gespielt werden. Wenn ich dann Startspieler gewesen wäre in der Runde, wenn Christian es nicht schafft, sich zu kreuzen, hätte ich gewonnen. Wenn Christian es jetzt schaffen würde, sich zu kreuzen und weiterkommen würde mit seinen Markern, dann hätte er entsprechend dann gewonnen, weil er jetzt zum Beispiel hier einen Siegpunkt dazwischen hätte. Hier. So, ein Siegpunkt und ich hätte jetzt ja keinen Siegpunkt dazwischen, weil mir wären die ja nur, hätten sich ja nur getroffen. Was ich gerade noch nicht gesagt habe, als wir das Spiel erklärt haben, es gibt auch noch ein Modul und das Modul ist so, das gibt 8 Flussplättchen und diese Flussplättchen kann man dann nutzen, um die Felder, die auf dem Spielplan liegen, zu überdecken. Das heißt, man würde am Anfang würfeln. Das erste Plättchen, hupsala, ich würfle jetzt einfach mit dem hier, das ist eine 1. Das erste Plättchen würde ich dann ausgehend, also auf das Startfeld würde nichts gelegt werden, ausgehend vom ersten dann entsprechend hinlegen. Dann würde wieder gewürfelt werden, wieder ausgehend von dem würde das nächste Plättchen hingelegt werden und so weiter, bis entweder alle 8 Flussplättchen liegen oder bis man hinten angekommen ist. Das Schlussfeld würde nämlich nie mit einem Sonderplättchen überdeckt werden. Und da sind auch Zahlen noch, da kann man jetzt Würfel bekommen. Das ändert diese Bonusfelder, die auf dem Fluss sind, nochmal ein bisschen ab. Und dann gibt es auch noch die Möglichkeit, eine gemischte Variante zu spielen. Das bedeutet dann, dass zum Beispiel, wenn wir beide jetzt das Spiel schon häufiger gespielt hätten und vielleicht mit Freunden spielen würden, die das Spiel noch nicht kennen, dann würden die mit der, ich sag mal, Vorderseite des Provinztableaus spielen, wo mehr Erträge drauf sind. Und Christian und ich würden dann mit der Rückseite spielen, sprich mit der Version der Variante und würden dann mit den weniger Erträgen spielen. Ansonsten würde aber alles gleich bleiben, also die Regeln des Grundspiels bleiben dann gleich. Die Regeln aus der Variante würden dann nicht weiter zum Tragen kommen. Das heißt, diese Bonusplättchen, die wir in der Variante hätten, um hier unser Spieltableau zu verbessern, die wären in dieser gemischten Version nicht mit dabei, sondern würde ganz normal nur mit diesen, in Anführungsstrichen, nur mit diesen weißen Bonusplättchen spielen, die dann auch verdeckt liegen würden. Ja, und das ist im Prinzip Rajahs of the Ganges, also eine Variante schon mit dabei, ein Modul. Wir haben es auch schon mit Variante und Modul zusammengespielt. Dadurch hat sich die Spielzeit nur ganz geringfügig. Wie gesagt, wir haben sonst immer so 50 Minuten gespielt. Dann haben wir knapp unter einer Stunde gespielt oder auch mal eine Stunde. Also hat sich also geringfügig dann ein bisschen verlängert, aber auch nicht großartig. Es kommt ja auch immer darauf an, wie ich schon eingehend sagte, wie schnell schafft es jemand, Geld zu bekommen und auch Siegpunkte zu bekommen. In dem einen Spiel, wie ich schon sagte, hat Christian innerhalb von 40 Minuten nicht abgebügelt und war schon hier mit auseinander in der Grundversion. Von daher kommt es dann ja auch darauf an, wie schnell letztendlich dann die Spieler Siegpunkte und auch Geld dann bekommen können. Ja, dann können wir mal zur Wertung von Rajahs of the Ganges Dann kommen. fang doch mal an. Ich soll anfangen? Also ich fand das Spiel, wir haben es auf der Messe uns ja schon angeschaut. Wir haben auch ein Interview mit Inka und Markus Brandt zu dem Spiel geführt. Das könnt ihr euch auch gerne bei uns nochmal anschauen. Das ist bei uns auch online schon gegangen. Letztes Jahr, als wir auf der Messe waren, haben wir das Interview geführt. Und mir hat das Spiel schon von der Optik her total gut gefallen. Und ich hatte mich vorher auch schon mal so umgeschaut, umgehört, was es so an Neuigkeiten gibt. Und da war mir das Spiel auch schon mal so ins Auge gefallen. Einmal wegen der Optik, aber ich fand es auch interessant mit diesen entgegenlaufenden Leisten. Einmal die Siegpunktleiste und einmal die Zielleiste. Letztendlich ist es ein Worker-Placement-Spiel, was ich dann erstaunlich einfach zu spielen fand. Also wir haben die Anleitung durchgelesen und da blieben auch relativ wenig Fragen. Also eigentlich sind gar keine Fragen offen geblieben. Wir konnten losspielen sofort. Man brauchte natürlich erstmal ein Spiel und so ein bisschen die Spielmechanismen. Würfel sind nämlich in diesem Spiel eine ganz wichtige Währung, die darf man wirklich nicht aus den Augen verlieren. Geld natürlich auch, aber wenn man keine Würfel mehr hat und kein Geld mehr, dann ist man wirklich ziemlich arm dran, weil man dann wirklich nicht mehr viel machen kann. Genauso mit wenig Geld ist auch immer schlecht. Dieser Steinbruch, um sich Plättchen zu kaufen, der wird auch immer schnell teurer. Und sich dann Plättchen mit Marktständen drauf zu holen, um letztendlich dann Geld darüber, über die Marktfunktion wieder dann zu besorgen, ist nicht ganz unwichtig. Und auch diese Würfelaktion, die man hier machen kann, dass man Würfel tauschen kann oder auch, wie gesagt, dieses Zweierfeld im Palast, das war bei uns immer ein sehr umkämpftes Feld. Das hat immer derjenige, der es dann konnte, der Startspieler auch sofort genommen, weil man hier mal zwei Würfel bekam und auch ein Bonusplättchen, wo dann auch zu meiner Aufwertung drunter ist oder auch mal ein Würfel oder Geld. Dadurch ist ja dann auch schon, kommt man auf der Geldleiste auch schon gleich vorwärts. Ich finde, es spielt sich total flüssig. Ich finde es nicht schwierig. Ich finde es wirklich, ist ein schönes Spiel, was man gut spielen kann. Man kann sich gut, was heißt, in die Quere kommen. Ja, durch die Felder halt, wenn man sich die belegt, wie zum Beispiel hier, wenn es belegt ist, ist es belegt.
Das hatten wir eingangs auch noch gar nicht so eindeutig gesagt. Da, wo ein Arbeiter steht, darf kein zweiter Arbeiter eingesetzt werden. Das heißt, wenn schon einer draufsteht auf dem Feld, ist das Feld dann nun mal weg. Hier auf dem Fluss hatte ich das häufig so, dass Christian in den Spielen irgendwie schon zuerst losgeschippert ist und er so mir, sogenannt mir immer vor der Nase gestanden hat. Denn das Feld, auf dem er steht, das kann ich ja leider nicht nutzen. Und wenn er dann schon auf dem Feld stand mit den zwei Würfeln, habe ich häufig überlegt, wartest du jetzt so lange, bis er das Feld wieder freigeräumt hat? Oder gehe ich einfach schon mal ein paar Felder weiter? Oder verliere ich aber dadurch dann vielleicht dieses, in Anführungsstrichen, lukrative Feld, wo ich mir auch zwei Würfel schon besorgen kann? Also da habe ich gemerkt, hat mich das da ab und zu mal gestört, dass Christian mir genau vor der Nase gestanden hat und dieses Feld, was ich gerne haben wollte, blockiert hat in dem Moment. Also so viel dann zur Interaktion. Ansonsten kann man hier jede Menge machen. Man hat sehr viele Felder. Das Kaufen von den Provinzplättchen wird, finde ich, ziemlich schnell teuer. Denn wenn hier der M2-Personen-Spiel der zweite schon seinen Arbeiter eingesetzt hat, kostet es erstmal schon mal 3 Geld. Plus dann noch die Würfel, die man abgeben muss, um das Provinzplättchen bei sich zu verbauen. Von daher habe ich nachher in den folgenden Spielen schon immer, wenn hier schon zwei Figuren standen, das Dreierfeld nachher schon gar nicht mehr genutzt, weil mir es häufig nachher auch schon zu teuer war. Schön ist es natürlich, wenn man Kettenreaktionen generieren kann, wie das, was Christian hier eigentlich gerne wollte. Dass man Geld bekommt, dass man hier drauf kommt, hier die erste Flussaktion freischalten kann, da weiterkommt, vielleicht sogar nochmal auf ein Feld, wo man nochmal so eine Funktion dann nutzen kann oder was anderes. Also das ist schon mal wirklich nicht schlecht, dass man teilweise auch so ein paar Kettenreaktionen dann letztendlich lostreten kann. Also ich kann nur sagen, mir gefällt das Spiel wirklich sehr gut. Ich spiele das immer wieder gerne, sei es mit der Variante oder auch in der Grundversion, wo ich, wie gesagt, bisher immer verloren habe. Macht mir aber nichts aus, mir macht es trotzdem total viel Spaß. Es ist mal was anderes mit den Würfeln. Und auch, dass man gleich würfeln muss. Und ich finde es auch nicht frustig, diese Würfel. Manchmal ist ja bei Würfelspielen häufig so, dass es dann ein Glücksspiel ist. Hier in diesem Spiel hat man aber viele Felder, wo man sich dann vielleicht nochmal einen Würfel besorgen kann. Oder man kann die zwei, einen Würfel in zwei andere farbige Würfel umtauschen. Oder mit dem Karma kann ich den Würfel auf die andere Seite drehen. Also ich habe hier schon, finde ich, viele Möglichkeiten, das Glück, was ich mit dem, also die Glücksfunktion, die ich mit den Würfeln eigentlich habe, durch das Würfeln, durch die Augenzahl, letztendlich auch ein bisschen zu manipulieren oder zu verändern. Und es gibt ja auch viele Felder. Hier zum Beispiel kann ich einen Würfel von 1 bis 3 schon mal nutzen. Also von daher, und die anderen Würfelaugen kann ich ja so auch alle im Palast trotzdem auch noch benutzen. Also von daher finde ich, gibt es hier viele Möglichkeiten, um es einzusetzen, dadurch, dass dann, oder für mich würde es dadurch dann auch nicht zu glückslastig. Ja, also mir macht das Spiel wirklich sehr viel Spaß. Mich hat es jetzt auch gewundert, dass es nicht mit auf der Empfehlungsliste oder auf der Nominierungsliste stand. Fürs Kennerspiel. Fürs Kennerspiel, genau. Hat mich echt ein bisschen gewundert. Fand ich auch ein bisschen schade. Für mich bekommt das Spiel aber 9 Punkte. Ich spiele das wirklich sehr gerne wieder und ich kann dieses Spiel wirklich nur empfehlen. Also mir macht das wirklich sehr viel Spaß und ich finde auch von der Anleitung her, wenn man sich die durchliest, die ist super erklärt, die ist bebildert. Man findet da wirklich sehr leicht rein. Wir kannten das Spiel, wie gesagt, vorher nicht, nur von dem Interview mit Inka und Markus Brandt und was ich vorher vielleicht auch mal so gesehen oder gehört hatte. Aber ansonsten kannten wir das Spiel weiter nicht und von daher fand ich auch den Einstieg jetzt nicht zu schwierig für das Spiel. Du hast aber noch keine Zahl vergeben. Doch, 9 Punkte habe ich gerade gesagt. Hast du schon gesagt? Mhm. Oh, Entschuldigung. Ne? Macht deswegen nichts, kein Problem. Nicht aber ich sage es gerne nochmal, ich gebe dem Spiel 9 Punkte. Ist für mich ein ausgezeichnetes Spiel. Alles klar. Ja, da ist von meiner Seite aus wirklich nicht mehr viel hinzuzufügen. Also es spielt sich wirklich sehr flüssig runter. Es ist halt eben Worker Placement, ganz klar. Aber ein Worker Placement, wo man wirklich immer belohnt wird. Also egal, was für eine Aktion ich mache, ich kriege eigentlich immer eine Art von Belohnung. Das heißt, ich kriege Geld, ich kriege Siegpunkte, ich kriege Würfel. Also irgendwas bewirke ich standardmäßig immer. Und das sorgt eben dafür, dass sehr wenig Frust überhaupt bei dem Spiel aufkommt. Mit den Würfeln, klar, das ist glückslastig. Gerade wenn man halt eben jetzt so ein Feld hier aus diesem Palast teilhaben möchte, wo man eben genau eine Würfelzahl benutzen muss. Vor allem hier die 2. Und dann ist es echt manchmal ein bisschen blöde, möchte ich einfach mal sagen. Man möchte gerne 2 haben. Hat sie nicht, hat vielleicht eine 5, hat aber kein Karma, kann die 5 also nicht umdrehen. Und dann überlegt man sich halt eben, gehe ich jetzt hier rein, tausche einmal, habe dann 2 Würfel, ist vielleicht bei diesen 2 Würfeln, die ich neu würfeln muss, ist da eine 2 dabei. Es ist halt eben schon ein bisschen gezocke, was aber extrem gut austariert ist, was auch von dem Glücksfaktor, wie Michaela auch schon sagte, wirklich überschaubar ist. Frustfaktor fand ich jetzt in den zig Spielen, die wir gemacht haben, also wir haben sehr, sehr viele Partien gespielt, sowohl Grundversion als eben auch Varianten plus Modul. Und ich fühlte mich eigentlich, ehrlich gesagt, nie gefrustet. Es war ab und zu mal so, dass man sagt, ah, verdammt, hätte ich jetzt an der Stelle das und das so gemacht, hätte das bewirkt, hätte ich dann vielleicht doch noch gewonnen. Mhm. So, das ist, finde ich, aber ist jetzt nichts Schlimmes oder so, sondern das einfach nochmal reflektiert, so, hätte ich es besser machen können, ja, nein. Und meistens weiß man schon, man hat an irgendeiner Stelle einen Fehler gemacht. Zum Beispiel, ich habe gewisse Regeln des Spiels
irgendwie auch nach 5 Partien nicht verinnerlicht gehabt. Also zum Beispiel hier bei den Märkten, dass man einen Würfel abgibt und so viele Märkte darf man dann entsprechend werten. Also wenn ich jetzt eine 4 einsetze, zum Beispiel hier Bei beim den T, dann T-Marken. dürfte ich 4 T-Märkte werten. Und das habe ich irgendwie. Also 4 T-Märkte, die Christian schon auf seinem Tableau Genau. verbaut hätte, die dürfte er dann werten und sich den entsprechenden Geldwert dann auf der Geldleiste entsprechend abtragen. Genau, und das habe ich irgendwie überhaupt falsch verstanden. Ich weiß gar nicht mehr, wie ich es verstanden habe, aber ich habe es falsch verstanden. Von daher habe ich das nie genutzt, weil ich dachte, es passt nicht zu dem, was ich habe. Es hätte zwar sehr gut gepasst, hat es aber nicht. Das war das eine und ich habe noch irgendeine Wobei du andere dein Stelle Spiel nachher, gehabt. wo du immer gewonnen hast in der Grundversion, du hast immer ganz häufig, du hast deins ausgebaut, dass du drei verschiedene Ja, weil ich hattest. das andere falsch verstanden hatte. Sonst hätte ich Genau. noch mehr Geld generiert als darüber. Genau, also Chris hat nämlich ganz häufig dann das benutzt und dafür, ich glaube, du hast immer nachher schon 7 oder 8 Geld dann 8 darüber. meistens, Acht ja. Geld und das ist natürlich eine ganze Menge. Er muss ja dafür nicht mal einen Würfel abgeben, hat selbst seine Figur da ein. Das ist jetzt meine, aber das könnte jetzt ja auch seine Figur sein und hat dadurch immer zu Spielrundenbeginn immer schon 8 Geld abgetragen auf seiner Geldleiste. Und ich habe mir am Ende überlegt, eigentlich, wie doof bin ich eigentlich? Ich hätte eigentlich meinen dahinsetzen müssen, um das Feld zu sperren. Dann, wie gesagt, wenn besetzt, kann da kein anderer Arbeiter mehr hin. Hätte Christian an dem Zug zumindest nicht nutzen können, wo er nicht Startspieler war. Habe ich aber manchmal dann auch nicht dran gedacht. Das fiel mir dann manchmal auch hinterher erst Ja auf. gut, aber dann hätte ich vielleicht in die 2 gehen können oder ins Flussfeld. Ja, Das ist halt was eben so auch ein Abwägen, immer. so mache ich Ja. das jetzt, was kann denn mein Mitspieler oder mein Genau. Gegenspieler machen, was hat er für Zahlen da, was hat er für Karma, was kann er aus seinen Zahlenwürfen machen. Oder Also was es möchte er ist gerne machen? So ein genau, wo bisschen. will er hinmarschieren, geht er Genau. momentan eher Richtung Siegpunkte gefühlt oder eher Richtung Geld, Das ist weil dann wieder das der Interaktive nächste, mit dabei, ne? Dass man so ein genau. bisschen guckt, was möchte der andere jetzt vielleicht, wo möchte er hin, ne? Dadurch ist auch Ja. Interaktion, dass man so ein bisschen auf den Mitspieler guckt, welches Feld muss ich jetzt als erstes wählen, welches würde er vielleicht als erstes nehmen wollen Genau, und das wie wäre kann ich dann ihm schon da weg ein für bisschen mich. was Schlechtes tun und habe selber noch einen Ja, gewissen oder halt Vorteil mir das dabei, ne? Feld sichern, ne? Damit, weil ich möchte da auf jeden Fall hin. Ja. Ich kann mir aber vorstellen, dass du da zum Beispiel auch hin möchtest dann in dem Moment. Genau. Und auch die Downtime war sehr überschaubar. Es sind schon gewisse Phasen, wo man echt grübeln muss, was dem Spiel aber gefühlt keinen Abbruch tut, weil wenn der Mitspieler überlegt, überlegt man selber ja auch schon, was mache ich mit meinem nächsten Zug oder meinem übernächsten Zug vielleicht schon, wie sind meine Würfel, wie kann ich die am besten nutzen an der Stelle. Also langweilig ist es nicht, Downtime ist vorhanden, die aber überhaupt nicht stört, finde ich persönlich. Also es ist echt nicht eine Zeit, wo man so, ach oh ja, ich könnte jetzt gerne mal wieder rankommen und weiterspielen. Also das hatten wir im Zwei-Personen-Spiel gar nicht. Genau, wollte ich gerade sagen, wir haben es ja nur zu zweit bisher gespielt. Weiß nicht, wie es Genau. zu dritt oder zu viert wäre, ob es dann jetzt so gefühlt zu lang Da könnte wäre. es ein bisschen mehr dazu führen, Ja. das definitiv, weil man braucht eben schon Zeit zum Überlegen, aber man braucht auch nicht Ewigkeiten dafür. Also ich könnte mir so ein Vier-Personen-Spiel schon vorstellen, dass die Downtime da ein bisschen höher ist, aber fände ich jetzt auch nicht so schlimm. Es hängt ja auch immer davon ab, hat man jetzt einen sehr starken, grübelnden Mitspieler dabei oder eher ein paar Spontanis. Ist wie es ist. Also so, wie gesagt, wir haben zwei Personen gespielt, durchgespielt und da hat es mir wirklich sehr, sehr gut gefallen. Auch ich gebe 9 Punkte. Hey. Ein absolut ausgezeichnetes Spiel. Und ich kann es auch echt nicht nachvollziehen, dass es A nicht auf der Empfehlungsliste zum Kennerspiel des Jahres war und dass es auch nicht auf der Nominierungsliste war. Und wenn man sich jetzt anschaut, wer jetzt nominiert wurde zum Spiel des Jahres 2018 und man dieses Spiel Worker Placement mal so vergleicht mit nominierten Spielen der letzten Jahre, sei es Mombasa hatten wir zum Beispiel oder Terraforming Mars, das ist so alles, sage ich mal, so eine Liga, eine Ebene vom Anspruch her. Das ist wirklich Kennerspiel. Jetzt muss nicht unbedingt Vielspielerspiel sein, sondern wirklich Kennerspiel, dass man eben sagt, man nutzt sich, nimmt sich die Zeit, liest sich ein in die Regeln und braucht auch Zeit, um das Spiel wirklich zu spielen und dabei auch zu genießen. Und wenn ich das dann vergleiche mit einem ganz schön clever, einem Würfelspiel, das tolles Spiel ist, aber für mich kein Kennerspiel, finde ich es echt krass, dass dieses tolle Spiel nicht auf die mindestens Empfehlungsliste, wenn nicht sogar auf die Nominierungsliste gekommen ist. Ja, das sehe ich auch so. Und nochmal ganz kurz zu den Spielzügen. Also mir ging es ganz häufig so, die bei diesen Provinzplättchen, da sind ja nun mal so, ich sag mal, Würfelfarben drauf. Und Ja. Kreuzungen gibt es auch nicht so viele. Kreuzungen sind also auch ein bisschen hart umstritten, zumindest bei uns. Ich glaube, das wäre im Vier-Personen- oder Drei-Personen-Spiel ja auch noch ein bisschen härter letztendlich. Weil man ja immer versuchen muss, auf seinem Provinzplättchen, man muss ja immer eine Verbindung zu seiner Residenz halten. Von daher braucht man einfach ein paar Kreuzungen, um die bestmöglich immer auch schnell an die Sondererträge letztendlich ranzukommen. Und da war es dann schon ab und zu mal so, wenn ich dann gerade auf den gespart habe. Gut, ich habe häufig gesehen, weil Christian hatte häufig viele Würfel und man spart auf einen und würfelt sich da so zurecht. Und da war es dann schon mal so, oh, jetzt kauft er gerade das weg. Was mache ich denn jetzt?
Und wenn dann die Würfelfarbe weg ist, mit dem ist natürlich dann schon ein bisschen blöd in dem Moment. Da muss man doch schon noch mal ein bisschen wieder neu überlegen, dann Genau. letztendlich. Und noch ein Manko von dem Spiel, apropos Würfelfarbe, also das Türkis und das Grün ist Komplettchen. Ab einer gewissen Entfernung oder Alterskurzsichtigkeit, Weitsichtigkeit, Farbblindheit, keine Ahnung, ist das echt, oder vielleicht liegt es auch ein bisschen manchmal an der Beleuchtung, war es echt teilweise schwer zu schauen, ist das jetzt Türkis oder ist es grün? Also was auf den Baukärtchen war. Die Also bei den Würfelfarbe, ja. Würfeln ging es, weil das Die Türkis Würfelfarben doch sind eher Richtung Blau eindeutig, ging, das ja. war sauber abzugrenzen. Aber wenn man jetzt hier die beiden nebeneinander legt, ich weiß nicht, ob man das Aber jetzt es lag sehen vielleicht auch kann. bei uns an der Lage und am Licht. Also bei uns war es immer so, die blauen lagen bei Christian drüben, die grünen mehr bei Ja, wir haben es mir. aber extra gemacht, damit das dann auch Ja, nachher ging. Aber wenn man ja. jetzt so die mal direkt daneben, das ist schon Ja, das stimmt. bei Wenn dem man Licht, das die. wir hier zumindest haben, Ja, ist das wirklich ja. Also da schwierig war zu schon manchmal so, unterscheiden. dass man, ich hatte dann grüne Würfel genommen, weil ich dachte, das wäre grün und der war es aber blau. Ja, alles zurück. Ich muss nochmal drei Genau. Züge zurückgeben, weil ich wollte gar keine grünen Nee, das Würfel ist kein haben. Ne? Probespiel, mir geht nicht mehr. Ja. Gut. Ja, dann haben wir alles gesagt. Also wirklich ein total schönes Spiel, was wir wirklich nur empfehlen können. Dann sagen wir wieder vielen Dank, dass ihr bei uns reingeschaut habt und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss!